So, gentlemen, flight of rules, attention my commands all the time, Touchschlaf, check-in, check-in. Jetzt also der letzte Kampf des Abends. Es geht um den WBA Interkontinental im Mittelgewicht zwischen zwei höchst interessanten Boxern. Auf der einen Seite Anatoli Muratov, ein Sohn der Stadt und seit 5 Jahren ungeschlagen. Auf der anderen der nur einmal besiegte Ilias Yassin Saoudi aus Dorsten. Muratov in der weißen Hose, Esaudi in Gold. Dampf haben sie beide in den Fäusten. Muratov 61% K.O.-Quote, Esaudi sogar 75%. Hat nicht zu bedeuten, dass der Kampf hier vorzeitig zu Ende geht. Aber zeigt auch, dass beide hier aufpassen müssen. Deckung stabilisieren. Sich keine Fehler erlauben dürfen. Ja, gute Aktion hier auf beiden Seiten. Hier sind einige Schläge durchgekommen. Rechte von Muratov. Die Kombination Muratov macht das gut. Aber in dieser ersten Runde, der Mann, der den Kampf bestimmt, das ist Esaudi. Jetzt mal umgekehrt hat Muratov das Zepter übernommen. Beide offensiv. Geht jetzt zum Körper, aber sofort die Antwort auch von Muratov. Interessante erste Runde schon hier. Oliver Brien. Ja, die Härte und die klaren Treffer, die Muratov in dieser ersten Runde gelandet. Bisschen mehr gemacht, bisschen mehr investiert. Esaudi. Esaudi ja bislang einen einzigen Kampf verloren. Und den gegen Sebastian Formella um den WBO European Titel. Formella nach seinem Sieg über den Südafrikaner Thulani Mwenge, inzwischen IBO-Weltmeister. Also jetzt gespielt, wie er schlägt und nicht schlafen, okay? Und wenn er schlägt, sofort antworten. Egal, dass hart oder der letzte Schlag ist, geil, okay? Jetzt probieren wir, sehr gut gemacht, der linke Hacke. 1, 2, 3 und komm runter in den Körper, okay? Bleib locker. Bleib locker, okay? Elias! Schlägt hart. Second round. Round two. Wird natürlich auch eine Kraftsache werden. 12 Runden, um einen WBA Intercontinental-Titel. Ich bin ja der Meinung, Weltmeisterschaftskämpfe 12 Runden und alle anderen Titel maximal 10. Langt dann auch.
um da auch eine gewisse Wertigkeit darzustellen. Aber dann ist der Kampf mit 12 Runden angesetzt und dann müssen sie es beide durch. Ja, und dieser Esa Udi macht da weiter Dampf. Ein guter Konter jetzt auch wieder von Muratov. Schnelle Hände. Ja, war ein bisschen tief angesetzt von Muratov. Wurde in Kasachstan geboren, aber lebt schon ewige Jahre in Friedrichshafen. Zweimal verloren, der Muratov, zweimal vorzeitig. Also zu knacken ist er schon. Wie gesagt, seit 5 Jahren umgeschlagen, hat sich in dieser Zeit weiterentwickelt. Hat da in seiner Beweglichkeit, an seiner Schnelligkeit gefeilt. Schöne Kombination. 3, 4, 5 Schläge hintereinander. Ja, das ist Überraschungsmoment, war. Eine Links-Rechts-Kombination ansetzt und dann plötzlich weitermacht und der Gegner macht dann mal ganz kurz auf und denkt, die Sache ist vorbei. Und dann kommen die nächsten Schläge da angeflogen. Sehr gut gemacht. Jetzt hat er 3, 4 Mal vorbeigehauen. Aber kommt es besser in Schwung. Anatoli Muratov. Das heißt besser in Schwung. Er war schon ganz gut in Schwung. Oh! Mit dem Gong fängt er da auf der Innenbahn aber nochmal ein richtig saftiges Ding. Durchatmen. Alles gut. So, halt ihn ein bisschen mehr auf Distanz und dann mach deine Aktion. Ja, lang boxen. Und dann muss die Harte rechts hinterherkommen. Schön variieren, oben, unten. Ja, wo ist recht, da zu recht. So, hier, das war diese gute Kombination von Muratov. Ich hätte gerne mal den letzten Schlag gesehen davon. Der ist nicht stark, du hast den. Ja. Esa Uidi. Deine Schläge sind überhaupt nicht hart. Ja? Mach das Ding mal. Schön spielen, spielen. Second open. Out. Und dann harte Rick Fry, Runde 3, Round 3. Mir sehr gut, der Kampf ist technisch gut, spannend, beide lassen sich was einfallen. Da geht er runter, ganz kurz abgezogen, oh, kommt er dann nochmal hoch. Oliver Brien zählt ihn an, wack, klick auf den Beinen, aus, ja, da kann er nicht mehr freigehen. Möchte ich nicht übersetzen, was er gerade gesagt hat. Dann hat er noch von seiner Ehefrau gute Ratschläge wieder auf den Weg gebracht. Und dann läuft er in diesen kurzen Haken rein. Aber wie? Ist natürlich jetzt die Enttäuschung größer, aber Oliver Brien hat es richtig gemacht. Der stand ja nur noch wackelig auf den Beinen. Der nächste Schlag hätte ihn weggepustet. Tolle Leistung von Anatoli Muratov. Klasse, muss ich sagen. Freut sich natürlich jetzt hier unbändig. Klasse, da auch der
Und Steinfort sagt, Mensch Junge, das hast du fantastisch gemacht. Ja, einmal nicht aufgepasst im Boxen, jetzt ist halt wirklich keine mehr, dann bist du halt im Backkopffenster, wenn es ganz dumm kommt. Und er schlägt präzise, er schlägt schnell, boxt intelligent. Profi seit 2012, 2013 nach dem Sieg über Marcel Gerke, erste Niederlage, relativ früh in seiner Laufbahn. In der State Farm Arena in Hidalgo gegen Juan de la Rosa. Zweite Niederlage gegen den Wuppertal lebenden Philipp Kolitscher. Zur Achtung hier nochmal. Führungshang nach drinnen von Isai und dann kommt sie angeflogen. Die Linke als Haken geschlagen. So macht man das. Wie aus dem Lehrbuch. Bumm. Und das war nicht nur so ein kurzes Ding, dass man so nach 3-4 Sekunden wieder hochkommt, sondern das hat ihn ganz schön hier durchgerüttelt und ja, hat selber gemerkt, es geht nicht mehr weiter. Und ja, ganz tolle Leistung, würde ich sagen, Anatoli Muratov. Seit 5 Jahren, wie gesagt, ungeschlagen. Und wenn der so weitermacht, dann kann aus dem 31-Jährigen dann auch richtig was werden. Ist ja schon jetzt WBA Interconti Champion. Das waren ja tolle Leute dabei, die den Titel bislang hatten. Reggie Johnson, später WBA Weltmeister Mittel- und Halbschwergewicht. Arthur Abraham, Sebastian, Silvester und. Nummer 7 um den Interkontinentaltitel nach Version der WBA im Mittelgewicht. In der dritten Runde nach 43 Sekunden kam das Ende. Und damit Sieger durch Knockout, die blaue Ecke und neuer Titelträger im Mittelgewicht der WBA im Intercontinental. Die blaue Ecke, Anatoli Muratov. So, ich gibt's da riesen Beifall für Anatoli Muratov. Erste Runde schon gut gemacht, zweite Runde gut gemacht, in der dritten Runde das Ding da ausgepackt. Kompliment. Werle gratuliert da auch nochmal den Verlierer. Ja, der hat bis dahin gar nicht schlecht gemacht. Hat. Da ist nicht haushoch unterlegen, sondern hat gut mitgekämpft. Und dann eben eine Sekunde nicht aufgepasst und dann diesen linken Kracher da kassiert.